Hallo Mädels, heute habe ich wieder ein kleines Video für euch und zwar mit den Produkten von La Mara Nails von der lieben Sandra Dinkic. Die Facebook-Gruppe verlinke ich euch einmal unten in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Hier haben wir jetzt ein Covergel und zwar das Shimmer-Covergel. Das hat so einen leicht silbernen Glitzer drinne. Ich versuche euch das dann gleich nochmal aufzutragen und zu zeigen. Und ist wirklich auch sehr, sehr schön zu verarbeiten. Eine wunderbare Konsistenz. Das könnt ihr auch selber sehen. Sieht sich auch wunderbar glatt. Und soweit ich weiß, kann man es auch für einen Aufbau verwenden. Ja, ihr könnt das ja sehen. Ich trage euch das Gel jetzt mal hauchdünn auf und versuche dann mal den Schimmer einzufangen. Ich hoffe, man kann es dann wirklich erkennen. Das ist echt der Wahnsinn. Leider kann man mit der Kamera immer nicht so schön alles erkennen. Ist das nicht der Knaller? Das ist echt ein wahnsinnig schöner Effekt. Jetzt kommen wir einmal zu einem Aufbaugel und zwar das 3-in-1 Gel Lass dir Zeit. Das ist ein hochviskoses Gel. Ist halt ideal, um alle Finger durchweg zu modellieren, ohne dass etwas in die Ränder läuft. Ist also ideal für Anfänger geeignet. Und was gibt es dazu noch zu sagen? Ihr könnt sehen, es zieht sich auch wunderbar glatt. Also für ein hochviskoses Gel. Echt klasse. Ich empfehle es jedem Anfänger. Also sowas ist ja echt der Wahnsinn. Dadurch, dass das Gel ja hochviskos ist, kann man halt ideal lange Studiomodellagen damit machen. Jetzt kommen wir einmal zu dem Covergel Plus Pink Fluffy. Und zwar ist das ein Covergel mit Fiberglasanteilen. Ich zeige euch gleich mal oder ich versuche mal einzufangen, dass man die Fasern sieht. Dadurch, dass da Fiberglasanteile drin sind, ist es natürlich wunderbar auch als Haftgel geeignet und für den Aufbau natürlich auch. Man kann damit auch perfekt eine Schablonenverlängerung arbeiten oder zum Andocken. Ich habe es jetzt für die Naturnagelabdeckung benutzt gehabt und ich finde es wirklich, wirklich toll. Jetzt kommen wir zu dem French Gel Soft White. Und zwar ist das ein schönes, zartes Weiß, welches perfekt durchhärtet. Es lässt sich halt super, super arbeiten. Ihr seht, eine wunderbar cremige Konsistenz. Es schmiert nicht beim Smileline malen oder sonstiges. Ist bestimmt auch perfekt für ein Babymoor geeignet. Das werde ich mal noch testen und euch berichten, wie das Ganze funktioniert. Und es wird noch zwei weitere Weißtöne demnächst geben. Da kann euch die Sandra bestimmt weiterhelfen. Jetzt trage ich das für euch noch einmal dünn auf. Wie ihr sehen könnt, selbst das Soft White beim dünn auftragen, es deckt wirklich, wirklich super, super und zieht sich wunderbar glatt. Jetzt das Easy UV Gel 3-in-1. 3-in-1, es kann halt für alle Schichten verwendet werden. Es ist ein sehr hartes Gel, welches sich aber auch super, super befallen lässt. Ich habe das jetzt auch schon probiert. Es ist ganz, ganz leicht komplementär eingefärbt. Somit hat es einen UV-Schutz. Ich empfehle das Gel jetzt eher den geübten Nageldesignerinnen. Es macht sich perfekt die Nähart unter diesem Gel und es hat einen wunderbaren Eigenglanz. Überzeugt euch selber! Jetzt haben wir einmal das Titanium Covergel. Das ist auch wieder ein Covergel mit Fiberglasanteilen. Hat also auch eine Bombenhafteigenschaft. Kann auch als Aufbau verwendet werden. Und ihr könnt ja sehen, es ist ein wunderbar natürlicher Ton. Der eignet sich wirklich für alle Nagelbetten. Also das ist so ein Allrounder. Wie ihr sehen könnt, so ein ganz leichter Beige-Ton.
Ich finde den echt, echt klasse. Ich habe eigentlich ein ziemlich helles Nagelbett und habe das aber auch schon bei mir probiert. Und selbst bei meinen Nägeln sah das extrem gut aus. Schreibt einfach mal der Sandra Dinkic, die wird euch auch gerne beraten. Ihr könnt die jetzt einmal sehen, es ist wirklich schön leicht deckend und kaschiert wunderbar. Jetzt kommen wir zu den Magic Fiberglass Gel Plus, was ein sehr hartes Gel ist, aber es lässt sich halt perfekt verteilen durch den hohen Fiberglasanteil. Kann recht dünn gearbeitet werden und ist dadurch halt wunderbar stabil durch die Fiberglasanteile. Es hat eine wunderbare Hafteigenschaft und es ist so ein zart rosé Ton. Wie ihr sehen könnt, es zieht sich wunderbar von selber glatt. Ist also ideal auch für Schablonenverlängerung und zum Pinschen geeignet. Und es kaschiert zudem noch kleine Unebenheiten des Naturnagels. Jetzt haben wir hier einmal das Magic Supershine Glanz Gel. Ich trage euch das dann nochmal auf einen Tipp auf. Und härte das 2x2 Minuten, lasse es kurz abkühlen und reibe es dann mit Öl ab, bis es glänzt und quietscht. Und dann zeige ich euch den Effekt. Und ja, ihr seht, es ist komplementär eingefärbt. Das heißt, es ist ein UV-Schutz vorhanden. Und ich würde sagen, es ist dünn viskos. Aber es zieht sich halt wunderbar glatt. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt 2x2 Minuten ausgehärtet, dann kurz abkühlen lassen und jetzt reibe ich mit einer Zellette und Öl so lange, bis es quietscht und dann könnt ihr hier den Effekt sehen. Ist das nicht ein wunderbarer Nasseffekt? Also Wahnsinn. Jetzt kommen wir zu dem Candy Lila. Das ist ein Knaller, das sage ich euch Mädels. Das ist so ein richtig schöner, kräftiger Lila-Ton. Das ist echt der Wahnsinn. Die Konsistenz ist so sämig, also ist nicht dünn viskos. Ist auf jeden Fall echt klasse. Und die decken auch beim ersten Mal dünn auftragen. Also die haben eine echt extrem hohe Deckkraft. Also ich finde die Idee ja für den Sommer, beispielsweise Frühling, geeignet. Wobei ich sagen muss, Lila geht eigentlich immer. Ja, wie ihr sehen könnt, eine dünne Schicht mit einem Full-Cover-Pinsel und es deckt. Es ist echt klasse. Es zieht sich auch wunderbar glatt. Das ist mir bei allen Farbgelen aufgefallen. Und jetzt kommen wir zu der 83. Boah, seht ihr diesen Schimmer da drinne? Das ist so ein leicht silberner Ton. Ich würde jetzt schon sagen, das ist so ein neon-korall-glitzerfarbenes Gel. Und ich habe das jetzt auch schon ausgetestet. Die sind echt, ja, das ist auch echt wieder sämig. Seht ihr das? Das ist richtig, richtig klasse. Also die Farben gehen sowieso immer im Sommer. Können sehen es auch wieder wunderbar deckend. Ich habe extra einen weichen Pinsel genommen, einen weichen Full-Cover-Pinsel, damit ihr auch sehen könnt, wie schön das deckt, damit man das so ganz leicht auftragen kann. Könnt ihr diesen Schimmer sehen? Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt haben wir das Candy Pink. Die 003 Bella Mara. Und ihr seht, es ist so ein richtig, richtig schöner, ich würde jetzt fast sagen, Barbie-farbener Ton. Also passt auch wieder ideal zu dem Lila, zum Beispiel im Verlauf gearbeitet. Oder natürlich als French oder Fullcover. Ich bin zwar nicht so der Fullcover-Typ für Rosa, aber dafür für Glitzer. Alles, was mit Glitzer ist. Hier das gleiche wieder. Es deckt wunderbar beim ersten Auftragen. Extrem
dünnen Vereinen kann man das auftragen. Also ist echt der Wahnsinn. Die Deckkraft ist der Knaller. Mädels, schaut in den Shop. Jetzt kommen wir noch zu der 090. Ja, da bin ich mal gespannt. Die 090, warum die keinen Namen hat, kann ich euch leider noch nicht sagen. Boah, seht ihr das? Das ist ja der Wahnsinn. Ich würde fast sagen, das ist so ein Korall-Neon-Ton. Geht aber so wahrscheinlich ins leicht rötliche. Also ich finde die Farbe ja, boah, die ist schon wieder voll der Knaller. Ich finde gar keine Worte dazu. Mann, Mann, Mann. Sandra, da hast du dir ja was einfallen lassen. Die sind ja echt der Knaller. Boah, seht ihr das? Es deckt einfach nur beim einmal dünn auftragen. Das ist der Wahnsinn. Und es ist nicht transparent, sondern es ist wirklich deckend. Wahnsinn. Mir fehlen die Worte. Das sind einfach so, so geile Farbgele, oder Mädels? Also wenn die nicht der Knaller sind, dann weiß ich auch nicht. Dann hat die liebe Sandra noch zwei Stempellacke dazu getan. Und zwar einmal so ein Neongrün und ein Neongelb. Kommt jetzt hier nicht ganz so neon rüber. Und jetzt stempel ich mal noch fix etwas für euch, damit ihr die Deckkraft sehen könnt. Ich habe es natürlich schon getestet. Ich weiß, dass die echt bombastisch ist. Die Konsistenz ist eigentlich auch sehr schön von dem Lack. Wahrscheinlich ist das deswegen dann wirklich so extrem hochdeckend. Sie hat noch andere wunderbare Stamping-Lacke im Shop. Schaut einfach mal vorbei. Die haben wirklich eine super Deckkraft. Hier könnt ihr das einmal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.